Fingerbild sind ja fast. So, gucken wir mal heute vom wunderschönen Balkon, weil wir gutes Wetter haben. Die Leute halten mich nicht für bekloppt genug, deswegen quatsche ich jetzt auch noch draußen. Paket Nummer 1, wir haben heute Doppel. So, guck mal ran. Ich habe es mal aufgerissen, weil hatte ich die Schere nicht. Guck mal, jetzt nicht hier. Ja. Da haben wir zwei Pakete. Da sind auch zwei Sachen drin. Das heißt, das ist ja dreifach, glaube ich. Ne? Erstmal haben wir das hier. Tja, das geht an den Thorsten. Und damit er nicht weiß, was es ist, ist es natürlich neutral verpackt und es steht nichts drauf. Doch, hier eine Seite, aber das habt ihr nicht gesehen. Dann haben wir noch meins hier. Ich habe mir mal für diese tägliche Skyperei noch eine Webcam kommen lassen, weil ich habe so eine 6 Jahre alte Trust Homish Blau Webcam. Also alles schön. Und habe mir jetzt für günstig, für 20 Eier ungefähr, 19,99 eine Webcam bestellt. Hängt schon kabelfest, sehr schön. Ach ja, man macht einfach so, dass man es richtig aufmacht. Da haben wir die Kamera, hier noch ein bisschen Klopapier ohne Ende. Jetzt holen wir mal zur Seite den Scheiß hier, sonst flipp ich noch aus. Hier haben wir das Ding. Da brauche ich auch nicht viel zu sagen. Das ist eine Webcam, ne? Schön, dass es noch nicht mal mit da hier so eine Metalloptik natürlich nur. Ja, und für so ein typisches Rumgeskyper abends, ja, so ein, zwei Stündchen ist das ausreichend. Mehr USB-Treiber habe ich jetzt nicht dabei. Ja, es ist eine Ausdom. Also. Aber jetzt kommen wir mal zum Paket 2. Da bin ich nämlich gespannt, was da wohl drin ist. Mein Hund starrt mich etwas perplex aus der Wohnung an. Ich bin jetzt mal gespannt, was hier drin ist. Das hier ist Jersey Post aus der Ecke, wo Redmond unter anderem auch ist. Wer Redmond nicht kennt, Microsoft und so, wo die ihren Sitz haben. Schon lustig irgendwie, ne? Jersey Post und so. So, jetzt gucken wir hier mal. So, dann muss ich das hier jetzt auch noch. Oh, meine Fresse. Ich mache jetzt nichts kaputt. Ich weiß ja nicht, was drin ist. So, jetzt machen wir das mal auf und gucken, was drin ist. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ich kenne nur das Paket. Was haben wir denn hier? Ein Rausch irgendwo durch die Gegend. Eine Ordernummer? Ja, toll. Eine Ordernummer. Urban Gifts. Okay. Oh, geil, das ist mein Automat. Yeah. Oh, das ist gut eingepackt, das Ding. Eine Nitro. Oh Gott. Eine Mini Arcade Machine. Oh, die packen wir aber mal aus. Oh, ja, toll, spiegelt ein bisschen mit dem Licht. Sieht schon geil aus, ne? Packen wir mal direkt aus, das Ding. Ist nicht mal zugeklebt hier. Ich hätte jetzt hier drauf, noch nicht hier. Wir haben noch eine Menge Plastik. Das ganze Ding eigentlich auch, ne? Haben wir hier eine. Ja, das finde ich auch mal. Das finde ich auch mal sehr geil. Oh, geil! Geiler Aufkleber, den behalte ich. Und packen wir mal das Ding hier aus. Kann ich das hier jetzt irgendwie hochziehen? Ja. Steht mal noch der Hund perplex in der Küche und wundert sich. Das räumen wir jetzt hier zur Seite. Das macht nichts. Oh, so sieht das Ding aus. Auf On. Und ein Batteriefach, ja. Ich drücke mal kurz die Pause-Taste an der Kamera und rüste das Ding mal mit Batterien aus. So, jetzt muss man das da drin verlegen, weil, ja, das Display ist zu dunkel. Hätte ich das draußen abgefilmt, hätte man nichts gesehen. Machen wir mal an hier, Batterien sind drin. Okay. Jetzt kann man hier mit dem Button Sport, ich kann ja kaum lesen, ey. Shooting Puzzle Arcade. Gehen wir mal auf Arcade. Ach du Scheiße. Könnt ihr da was lesen? Ja, gerade so, ne? Healy Mission? Illegal Kitchen? Ich will zurück. Ich komme jetzt hier zurück. Ach ne, ich will das sogar nicht bin. Merkt ihr das? Das Display ist immer heller und dunkler. Die Batterien sind aber ratzenvoll. Jetzt mal im Ernst, es geht nicht heller. Die Batterien sind, das sind nagelneu, weißt du? Ich finde das gerade scheißen dunkel.
Achso, mit Reset kommt man ein weiter zurück, okay. Nehmen wir mal Shooting, was haben wir da? Pinguins, das könnte ich irgendwie. Ah, okay, ich muss jetzt hier. Ich schalte mal kurz ab. Ich muss dann hier mit dem Shooter-Ding. Guck mal. Voll irre. Nachladen. Ach, Mist. Alter. Das ist echt. Oh. Und wenn wir jetzt den Ton lauter machen, sieht man ganz genau, dass das Display hell und dunkel wird, obwohl das gar nicht sein kann. Weil die Sachen nur Batterien haben. Lautsprecher ist hier. Kann die Batterien gleich nochmal wechseln, aber letztendlich wird das nicht viel tun, glaube ich. Ja. Also ich werde mich gleich noch ein bisschen mit den Spielen noch ein bisschen informieren, aber ansonsten. Also es bietet halt nicht so viel. Wie gesagt, bietet Popo. Es bietet jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, aber. Nächstes Mal, sobald du Reset drückst, ist der Kackton wieder an. Dann kannst du 100 mal ausmachen. Was nervig ist. Oh, ich kann kaum was sehen. Ah, hier, Fußball. Fußball ist immer gut. Uraltes. So, diese uralten. Ja, diese uralten N64-Spiele. Ach, diese uralten C64-Spiele. Und das dann halt auf diesem. Ja. Dingen. Das ist voll frickelig. Gar nichts für meine Hände. Ja, gut. 25 Euro, viel zu teuer, Display ist, also ohne Witz, also man sieht es hier, wenn ich jetzt näher rangehe, dann seht ihr das mal, das ist so rotzendunkel und man kann keine Helligkeit einstellen. Ich will keine Batterien wechseln, falls sich da was ändern sollte, okay, aber dennoch ändert halt nichts dran, dass das hier, das ist alles viel zu klein, Spielauswahl ist, naja, und billigste vom billigsten, ehrlich gesagt. Aber wer sich sowas gerne so zum Hinstellen oder so, ist das ja auch ganz gut. Wie gesagt, 24,99 bei Amazon. Ein bisschen schade, dass das Display so, wirklich so dunkel ist. Ich kann das Licht ausmachen. Vielleicht hilft das ja noch. Das finde ich im Dunkeln spiele, sehe ich komme. Im Großen und Ganzen, also. Oh, Mann. Also, was ich sagen kann, ist, wenn ihr jetzt in. Blödsinn, es wird immer dunkler, das kann nicht wahr sein. Deutsche Spielerei ganz nett, aber so ein Geld dafür ausgeben, ist wirklich reiner Quatsch. Ne? Vor allem kommen hier dann noch drei dicke Batterien rein. Komm, eine Sau hat so was noch. Ach, Mann. Bisschen schade drum. Schade ums Geld, kauft euch den Scheiß bloß nicht. Auf keinen Fall. Im Sinn, bin ich schon wieder raus. Bis zum nächsten Müll. Und ihr könnt mir glauben, das war die letzte Retro-Konsole, die ich mir geholt habe.